Persönlichkeiten. Unverwechselbare Gesichter. Männer mit Stärken und Schwächen. Kapuziner, eine religiös motivierte Lebensgemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit eigenem Lebensstil. Kapuziner, eine Glaubensgemeinschaft mit eigener Spiritualität. Kapuziner sind ein religiöser Orden innerhalb der katholischen Kirche. Prägend für ihren christlichen Glauben ist Franz von Assisi. Sie betrachten ihn als ihren Gründer. Ihre Gemeinschaften sind auf fast allen Erdteilen präsent. Weltweit gibt es in über 100 Ländern etwa 10.000 Kapuziner. Die Kapuziner leben in Wohngemeinschaften von 3 bis 15 Brüdern. Die Kapuziner teilen das tägliche Leben miteinander. Aneinander Anteil nehmen, einander Bruder sein. Alle Brüder, so nennen sie sich gegenseitig, sind gleichberechtigt. Deshalb ist bei der Meinungsfindung das demokratische Element stark ausgeprägt. Die Kapuziner leben in Gütergemeinschaft. Sie leben von Arbeiten und Diensten, die sie verrichten, aber auch von Gaben, die sie erhalten. Alles, was sie verdienen oder erhalten, geht in eine gemeinsame Kasse. Aus dieser gemeinsamen Kasse wird der Lebensunterhalt bestritten. Dabei bemüht sich die Gemeinschaft der Brüder um einen einfachen Lebensstil. In Verantwortung füreinander trifft die Gemeinschaft auch eine vernünftige Vorsorge für Krankheit und Alter. Mit dem, was sie nicht für den eigenen Lebensunterhalt brauchen, unterstützen sie Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Nimm du mich, heiliger Atem, zünde dein Feuer an, zeig den Weg in Antwort, aus der ich leben kann. Der eigentliche Grund für das gemeinsame Leben ist der Glaube. Der Glaube an Gott, wie ihn Jesus Christus verkündet hat. In regelmäßigen Gottesdiensten, im privaten und gemeinschaftlichen Gebet, in der Meditation, aber auch in der geistigen Auseinandersetzung wird dieser Glaube verinnerlicht und vertieft. Kapuziner sind, wie die Mitglieder anderer Orden, nicht verheiratet und leben ehelos. Eine besondere Färbung erhält der christliche Glaube durch Franz von Assisi. Ihn betrachten die Kapuziner als ihren eigentlichen Inspirator, obwohl ihre Ordensgemeinschaft erst 400 Jahre nach seinem Tod entstanden ist. Franz von Assisi lebte von 1181 bis 1226. Er schlug sich auf die Seite der Armen und löste mit seiner Lebensweise eine große Bewegung aus. So wie die heilige Clara schlossen sich viele Männer und Frauen der Inspiration des Franz von Assisi an. Im Ringen, dem ursprünglichen Ideal treu zu bleiben, entstanden im Verlauf der Geschichte mehrere franziskanische Ordenszweige. Daraus entstand im 16. Jahrhundert der Kapuzinerorden, eine Reformbewegung, die sich wieder neu am Ursprung orientierte.
Der Tagesablauf einer Klostergemeinschaft unterscheidet sich je nach der Zusammensetzung und den besonderen Aufgaben einer Gemeinschaft. Wichtig ist, dass Gebet, Arbeit und Erholung in einem guten Verhältnis stehen. Der Tag beginnt mit dem kirchlichen Morgengebet, der Laudes. Eucharistiefeier, Morgenessen. Anschließend geht jeder seiner Arbeit nach. Am Mittag Gebet. Mittagessen. Erholung. Anschließend wird die Arbeit fortgesetzt. Nach getaner Arbeit trifft sich die Gemeinschaft zum Abendessen und anschließend zum Vespergebet. Hier und da wird der Alltag durch ein kleines Fest bereichert. Ein Jubiläum, ein runder Geburtstag, Namenstag, ein Ausflug. Bei der Arbeit wird darauf geachtet, dass die besonderen Fähigkeiten eines Bruders berücksichtigt werden. Dabei gibt es Aufgaben und Arbeiten innerhalb und außerhalb des Klosters. Kochen, Gartenarbeit, Reinigung, Zeit haben für Menschen, die ein Gespräch wünschen. Besucher empfangen, die Bibliothek betreuen, Aushilfe in Pfarreien, Spitalseelsorge, journalistische Tätigkeit, Kurse, Vorträge, Lehren an Bildungsinstitutionen. Einige Mitbrüder engagieren sich in der Missionsarbeit und in der Entwicklungshilfe. Durch ihren Einsatz, vor allem in Tansania und Indonesien, tragen sie bei zum Aufbau der jungen Kirchen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen. Keine Frage, Kapuziner sein kann ein erfülltes Leben bedeuten. Es ist allerdings nicht jedermanns Sache, diesen Weg zu gehen. Wer Kapuziner werden will, durchläuft deshalb eine längere Ausbildungszeit. Ein Interessent soll sich über sein Leben, seine Motivationen und Ziele klar werden. Umgekehrt prüft auch die Gemeinschaft seine Eignung. Die stufenweise Einführung dauert etwa 6 Jahre. Verläuft sie positiv, wird der angehende Kapuziner im Versprechen der ewigen Profess als Vollmitglied aufgenommen. Dabei verspricht er, für die ganze Zeit seines Lebens der Gemeinschaft der Kapuziner angehören zu wollen und ihre Lebensweise zu teilen. Es ist eine Herausforderung, als Kapuziner zu leben. Doch wer diesen Weg geht, sich engagiert und sich diese Lebensform zu eigen macht, für den kann es ein erfülltes Leben werden.